dass ihr auf meinen Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch wieder ein neues Video. Ich drehe dieses Video gerade am Sonntag, am 23. und ich hoffe, ich kriege es am 24. online, denn dann ist mein YouTube-Jubiläum. Ich bin dann genau 3 Jahre auf YouTube. Mal mehr aktiv, mal weniger aktiv. Mal habe ich einfach nur Text gemacht und irgendwie noch versucht, meine Richtung zu finden. Mittlerweile, denke ich, habe ich die ganz gut mit Mystery, Crime, Grusel und so weiter gefunden und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ihr da bei mir geblieben seid. Ich danke euch wirklich sehr für eure Unterstützung, egal ob ihr jetzt erst seit gestern oder seit 2 Jahren dabei seid. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, für die Fanpages, die Nachrichten, die Kommentare, die Likes. Danke, 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 danke. Das ist wirklich für mich unglaublich und auf gar keinen Fall selbstverständlich und das wollte ich euch vorab einfach nochmal sagen, weil ich finde, man kann es einfach nicht oft genug sagen. Tut mir leid, dass das Intro schon wieder so lang ist. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit dem Video. Ich hoffe von Herzen, dass es euch interessiert und ihr viel Spaß beim Schauen habt. Und los geht's. In diesem Video geht es darum, wie Danielle Lockley ihr Leben verlor. Und darum, wie ihr Killer gefasst werden konnte. Im Sommer 2013 war Danielle Lockley gerade 15 Jahre alt. Sie war das einzige Kind ihrer Mutter und diese beschreibt sie als ein aufgewecktes und fröhliches Mädchen. Den Sommer 2013 verbrachte sie bei ihrer Großmutter und ihrer Tante in Hope Mills, 2 Stunden Fahrt von ihrer Mutter entfernt. Und nach dem Sommer wollte sie auch gerne dort bleiben, wegen der vielen Freunde, die sie dort gefunden hatte. Ganz besonders wegen eines Freundes, Jermichael Malloy. Er war 17 Jahre alt und die beiden hatten sich sofort ineinander verliebt. Auf Danielles Familie wirkte Jermichael wie ein sehr netter junger Mann. Aber er war ruhig, er gab nicht viel von sich preis. Aber das war okay, sie drängten ihn nicht dazu. Jermichaels bester Freund war Dominic Locke. Die beiden verbrachten unglaublich viel Zeit miteinander, was auch häufiger mal zu Streitereien zwischen Danielle und Jermichael führte, weil sie der Meinung war, dass sie einfach nicht genug Aufmerksamkeit von ihm bekam. Dominic und Jermichael hatten auch den Plan, später gemeinsam zum Militär zu gehen. Die beiden hatten öfter mal Streit, weil Danielle sich von ihm vernachlässigt fühlte, weil sie das Gefühl hatte, er machte zu viel mit Dominic oder mit anderen Freunden. Und im Winter 2013 fand sie dann noch heraus, dass er hinter ihrem Rücken mit einem anderen Mädchen schrieb. Das ging ihr zu weit. Die beiden machten Schluss. Aber ein paar Wochen später hatten sie sich schon wieder versöhnt. Danielles Tante hatte das Ganze genau im Blick. Sie informierte sich immer genau, was ihre Nichte da alles machte und gibt selber zu, dass sie da ein bisschen rumspioniert hat, einfach nur um ein Auge auf sie zu haben. Am 11. März 2014 sind ihre Tante und ihre Großmutter nicht zu Hause. Sie sind nach Atlanta gefahren, weil ihre Großmutter dort einen Arztbesuch hat. Die einzige Person, die mit Danielle noch im Haus ist, ist ihr Großvater. Um 21:45 am Abend kommt Danielle hinunter zu ihrem Großvater und fragt ihn, ob sie nur ganz schnell rüber zur Nachbarin laufen könnte, um dieser ein Schulhefter vorbeizubringen. Ihr Großvater stimmt zu. Später sagt er, er hatte gerade Computerspiele gespielt, er hat nicht genau geguckt, wie spät es schon war. Danielle geht und sie kommt nicht wieder. Bis zum nächsten Morgen. Am nächsten Morgen, Mittwoch, der 12. März 2014, ruft der Großvater dann die Tante an, um ihr zu erzählen, er ist vollkommen aufgelöst und macht sich Sorgen, Danielle ist nicht nach Hause gekommen. Sofort fahren Tante und Großmutter zurück zum Haus und sie informieren auch Danielles Mutter, die ebenfalls sofort angereist kommt. Die Familie ruft die Polizei und diese geht zunächst erstmal davon aus, dass Danielle vielleicht einfach nur weggelaufen ist. Vielleicht war sie einfach am Rebellieren, vielleicht wollte sie gerne einen Ausflug machen, Teenager machen mal verrückte Sachen und vielleicht kommt sie einfach von alleine wieder nach Hause. Aber das war nicht der Fall. Es wird dann auch die Schule kontaktiert und es stellt sich heraus, dass Danielle an dem Tag, an dem sie verschwunden war, auch nicht in der Schule war. Ihre Tante findet das sehr seltsam. Das klingt überhaupt nicht nach Danielle und sie forscht genauer nach. Über eine Freundin von Danielle findet die Tante dann heraus, dass diese den Tag, an dem sie die Schule geschwänzt hatte, am örtlichen Bach verbracht hatte, wo die Teenager des Ortes zusammen abhangen und ihre Zeit verbrachten. Am 15. März ließ sich die Tante dann von einem örtlichen Jugendlichen diesen Bach zeigen. Rund um den Bach ist eine weltliche Gegend und dort ging sie einen Weg entlang. Und in diesen Weg hatte jemand mit einem Stock das Wort Help, also Hilfe, gekratzt. Sie wusste nicht genau, ob das was mit dem Verschwinden ihrer Nichte zu tun hatte und sie suchte dort in der Gegend weiter. Dann fand sie nicht weit ab vom Weg eine Socke. Und sie konnte diese als Danielles Socke identifizieren. Es war eine Flauschsocke, die Danielle sonst eigentlich immer nur zum Schlafen oder im Haus anhatte. Und deswegen war es sehr seltsam, dass sie die Socke dort gefunden hat. Und es war eben auch nur eine. Sie rief daraufhin die Polizei, aber es wurde nichts weiter gefunden. Ein Polizist stellte sich sogar an den Bach und versuchte eben dort
irgendetwas zu finden, ging mit einem Stock durchs Wasser, aber es gab keine Spur von Danielle oder irgendwelchen anderen Kleidungsstücken von ihr. Die Polizei und auch Danielles Tante hatten bereits ihren Freund Jamaica gefragt, ob er wüsste, wo Danielle sei. Er sagte aber, er wüsste nicht, wo sie sei. Er hätte an diesem Tag mit ihr Schluss gemacht und er wäre außerdem zu Hause gewesen und hätte mit seinem Freund Dominic gelernt. Das wurde von Verwandten von ihm bestätigt, von seiner Mutter und von seiner Großmutter. Seine Handydaten ließen auch darauf schließen, dass er zu Hause war. Und es gingen auch von seinem Handy aus SMS raus an seine Freunde rund um die Zeit, zu der Danielle verschwunden ist, also so rund um 10 Uhr abends. Und ja, die Handydaten sagten eben, diese SMS ging von seinem Haus aus, das heißt, er muss dort gewesen sein. Die Polizei befragte dann Mitschüler von Danielle, die mit ihr an diesem Tag am Bach waren, fragten sie, ob etwas auffällig war, mit wem sie rumgehangen hatte und so weiter. Ein paar Mitschüler behaupteten, sie hätte mit einem Jungen aus ihrem Jahrgang mit dem Namen Angel rumgemacht. Sie war hier jetzt frisch Single, das stellte sich dann aber später als eine Lüge heraus. Angel wurde befragt und es gab auch Aussagen von Danielles Freunden, dass das nicht stimmte, dass Danielle nichts mit Angel gehabt hätte, dass die beiden sich eigentlich auch nicht sonderlich weiter kannten. Als nächstes wurde dann ihr Großvater verdächtigt, aus dem einfachen Grund, dass er die letzte Person war, die sie gesehen hatte, und es war der Polizei auch sehr merkwürdig vorgekommen, dass er erst zu spät mitgeteilt hatte, dass Danielle verschwunden war. Er machte sich selbst extreme Vorwürfe und sagte, dass er die Polizei erst zu spät gerufen hatte oder erst auf Anweisung der Tante hin, weil er gedacht hatte, dass man sowieso erst nach 24 Stunden eine Person als vermisst melden kann, und deswegen hatte er da noch gar nicht sich weiter informiert. Außerdem meinte er eben, wie schon gesagt, dass er überhaupt nicht gemerkt hatte, wie spät es eigentlich war, als Danielle ihn bat, einmal schnell zur Nachbarin rüberlaufen zu dürfen. Die Polizei fokussierte sich jetzt wieder ein bisschen mehr auf Jamaica Malloy. Er hatte in seiner Befragung gesagt, dass er immer noch in Danielle verliebt sei und dass er hoffe, dass sie bald gefunden würde. Er half auch bei Suchaktionen, bei Flyeraktionen und bei einer Ballonaktion, die dazu helfen sollte, Danielle irgendwie wiederzufinden. Und bei einer dieser Aktionen sagte er etwas Seltsames zu Danielles Tante. Er sagte zu ihr, Danielle wäre depressiv gewesen, als er gesagt hätte, er würde sich von ihr trennen, und sie hätte gesagt, sie würde sich umbringen wollen. Sie würde sich selbst in kaltem Wasser ertränken wollen. Das kam der Tante sehr seltsam vor. Danielle hatte nicht depressiv auf sie gewirkt und sie teilte das Ganze auch der Polizei mit. Nach einem weiteren Blick auf Jamaicas Handydaten wurde festgestellt, dass er Danielle geblockt hatte. Die beiden hatten sich gestritten, er hatte keine Lust mehr, sich mit ihr zu unterhalten, und blockte ihre Nummer. Daraufhin schrieb sie ihm dann weiter über das Handy einer Freundin. Und Jamaica war am Ende so wütend auf sie, dass sie ihr eine Nachricht schrieb, in der es hieß, sie solle sich bloß von ihm fernhalten, und er wäre gerade so wütend auf sie, wenn sie jetzt in seine Nähe käme, würde er sie erschießen. Darauf von der Polizei angesprochen, sagte Jamaica, dass er das einfach aus der Wut heraus gesagt hätte, hätte das natürlich nicht wirklich so gemeint, und er würde hoffen, dass Danielle bald gesund und munter wieder auftauchen würde. Er hätte eben immer noch Gefühle für sie und er hätte ihr niemals etwas antun können. Jamaica musste dann auch einen Lügendetektortest absolvieren und dieser zeigte zwar Auffälligkeiten, aber die Polizei konnte ihm eben nichts nachweisen und er behauptete nach wie vor steif und fest, er hätte nichts damit zu tun gehabt, dass Danielle verschwunden war. Am 2. April 2014 glaubt ein örtlicher Sheriff im South River etwas schwimmen zu sehen, das aussieht wie eine Leiche. Er ist sich nicht sicher. Er hält sein Auto auf der Autobrücke, die über diesen Fluss führt, und ruft bei der Polizeistation an, damit eben weitere Beamte kommen können und sich das Ganze ansehen können, vielleicht jemand mit einem Fernglas, denn er sieht es nur von Weitem, er ist sich nicht sicher, was er dort sieht. Es sollte sich dann herausstellen, dass es tatsächlich Danielles Leiche war. Um die Hüfte und die Knöchel von Danielles Leiche ist ein Seil gebunden und an diesen sind zwei Betonschalensteine. Diese hätten sie unter Wasser halten sollen. Außerdem hatte sie tief in ihrem Rachen die zweite Socke, das Gegenstück zu der Socke, die ihre Tante am Weg gefunden hatte. Die Todesursache wurde dann später festgelegt als Ersticken. Der Fund dieser Socke ist besonders wichtig, denn er lässt darauf schließen, dass Danielle am Bach etwas zugestoßen war und sie dann jemand später in den Fluss geworfen hatte. Denn Bach und Fluss waren nicht miteinander verbunden, das heißt, jemand musste die Leiche irgendwie transportieren. Eine Person, die vorher schon verdächtigt worden war, lebte in der Nähe vom Fluss. Und das war Jamaica Malloy. Die Polizei nahm ihn noch einmal fest und sie durchsuchten das Haus. Und sie fanden dort ein Seil, das genau das gleiche Seil war, wie das, was an Danielles Leiche gefunden wurde. Und Betonsteine, genau die gleichen Betonsteine mit dem gleichen Muster wie an Danielles Leiche.
ordentlich gestapelt neben der Garage vom Haus der Malloys. Die Polizei versuchte dann, sein Alibi ein bisschen auseinanderzunehmen. Es stellte sich heraus, dass seine Großmutter und seine Mutter ihn nicht wirklich gesehen hatten die ganze Zeit an diesem Abend, an dem er angeblich gelernt hatte zu Hause. Sie waren einfach davon ausgegangen, dass er immer noch in seinem Zimmer sitzen würde, zusammen mit Dominic. Das heißt, Dominic war die einzige Person, die ihn an diesem Abend um die Uhrzeit, als Danielle verschwand, gesehen haben will. Und Dominic verweigerte zunächst die Aussage. Sie mussten Jamaica zunächst freilassen, aber 4 Tage nachdem sie ihm berichtet hatten, was sie gefunden hatten, kam er selbst zur Polizeiwache und stellte sich. Er gab zu, Danielle ermordet zu haben. Jamaica sagte aus, dass er und Dominic an dem Abend des 11. März zu Danielles Haus gefahren waren, um sie abzuholen und dann gemeinsam zum Bach gefahren waren. Er wollte sich mit ihr aussprechen. Mehrere Tage zuvor hatte Danielle schon behauptet, sie sei schwanger von ihm. Und er wollte, dass sie einen Schwangerschaftstest machte. Er hatte ihr gesagt, er würde sich um sie und um das Baby kümmern, aber er würde nicht mit ihr in einer Beziehung bleiben. Danielle wäre daraufhin wütend geworden. Sie hätte angefangen, ihn zu beschimpfen und zu schlagen. Und er hätte versucht, sich zu wehren. Er hätte sie in den Schwitzkasten genommen. Und danach kann er sich an nichts mehr erinnern. Er hätte einfach einen Blackout gehabt. Und als er wieder zu sich kam, da lag Danielle am Boden und atmete nicht mehr. Er hatte Dominic zur Hilfe gerufen, um die Leiche irgendwie verschwinden zu lassen. Er hatte Panik, er wusste nicht, was er machen sollte. Und Dominic wäre derjenige gewesen, der ihr diese Socke so tief in den Hals gesteckt hätte. Denn ihr Körper hätte noch Geräusche gemacht und er hätte dieses Röcheln einfach nicht ertragen. Die beiden packten Danielles Leiche dann ins Auto und fuhren zu Jamaica nach Hause, wo dieser das Seil und die Steine holte. Das Ganze banden sie dann an die Leiche und warfen sie in den Fluss. Während Jamaica dies gesteht, ist sein Anwalt die ganze Zeit mit im Raum. Er ist recht ruhig. Doch als der Polizist dann Jamaica darauf anspricht, dass er sein ganzes Leben jetzt verbaut hätte mit dieser Ermordung, dass er dann wahrscheinlich nicht zum Militär gehen könne nach so einer Tat, da erst fängt Jamaica an zu weinen. Nachdem das Ganze aufgeflogen war, sagte dann auch Dominic aus. Er sagte, er hätte einfach am Ende des Weges gewartet, bis die beiden sich ausgesprochen hätten. Dann wäre Jamaica auf ihn zugelaufen gekommen, total panisch, hätte gesagt, sie ist tot, wir müssen die Leiche wegschaffen, sonst haben wir uns beide dran für Mord. Und Dominic half ihm dann eben, ja, die Leiche verschwinden zu lassen. Ja, das in den Boden gekratzte Wort Help scheint mit dem ganzen Fall tatsächlich nichts zu tun gehabt zu haben. Wahrscheinlich waren es einfach irgendwelche Jugendlichen, die sich einen Spaß erlaubt hatten, nachdem Danielle verschwunden war. Oder, ja, man weiß nicht genau, wer das war, warum die Person es getan hat. Um die Härte des Urteils ein bisschen zu mildern, sagte der Anwalt von Jamaica dann auch, dass es ja immerhin Jamaica gewesen war, der dann am Ende zur Polizei gegangen war und sich, ja, bekannt hatte, den Mord begangen zu haben. Natürlich kam das Ganze allerdings auch erst, nachdem Danielles Leiche gefunden worden war, 23 Tage nachdem sie verschwunden war und nachdem er schon bei Suchaktionen mitgemacht hatte und ja, die Mutter von Danielle getröstet hatte, sich selbst bei der Familie ausgeweint hatte. Ja, aber der Anwalt sagt, es wäre eben einfach, das wären alles Aktionen gewesen von einem Jugendlichen, der Angst hatte, der nicht wusste, was er tun sollte, der wahrscheinlich einfach selber getrauert hat, dass er das getan hat, was er getan hat. Und dass es Jamaica sehr wichtig gewesen wäre, dann am Ende dafür zu sorgen, dass Danielles Familie tatsächlich Ruhe findet und Frieden schließen kann. Es gab mehrere Personen im Gerichtssaal, die T-Shirts anhatten, auf denen Justice for Danielle stand, und es gab auch eine Internetseite, die sich dafür einsetzte, dass Jamaica einen Schuldspruch für Mord ersten Grades bekommen sollte und nicht Mord zweiten Grades. Die Begründung dafür war, dass sie meinten, Jamaica hätte diesen Mord vorsätzlich begangen. Er hätte das Ganze geplant. Und sie begründeten es unter anderem damit, dass Jamaica Danielle ja schon gedroht hatte. Er hatte ihr ja, wenn ihr euch erinnert, eine SMS geschrieben, in der stand, wenn du in meine Nähe kommst, bringe ich dich um. Aber es gab auch noch andere Argumente, die dafür sprachen. Zum Beispiel, warum sind Dominic und Jamaica mit Danielle zusammen runter zum Bach gefahren? Da, wo einen niemand hören und einen niemand sehen kann. Für eine so wichtige Aussprache. Das an sich war schon sehr seltsam. Aber da gab es ja auch noch Jamaicas Handy, von dem ich euch am Anfang erzählt hatte. Und da wird es jetzt besonders interessant. Die Handydaten hatten ja gesagt, Jamaica wäre die ganze Zeit zu Hause gewesen. Das war er ja nun tatsächlich nicht, wie wir alle wissen. Sein Handy war aber zu Hause. Er hat es mit Absicht dort liegen lassen. Und er hatte eine App vorinstalliert, die quasi SMS versendet zu einer bestimmten Zeit, die man setzen kann. Das heißt, Jamaica hatte SMS vorgeschrieben und seinem Handy dann gesagt, um die Uhrzeit sollen die rausgehen. Und sein Handy versandte diese SMS dann zu der Zeit, in der Danielle ermordet wurde.
Das Ganze wirkt natürlich schon sehr seltsam. Warum hätte er das tun sollen, wenn er nicht vorgehabt hatte, Danielle umzubringen? Nachdem Jamaica den Mord gestanden hatte, war einer der Ermittler dann auch mit ihm und mit seinem Anwalt zum Bach gefahren und hatte gesagt, erzähl mir genau, was passiert ist, und hatte dann gesagt, okay, mach jetzt deine Augen zu, versetz dich zurück an den Abend, an dem du Danielle umgebracht hast, und sag mir, wie lange du sie gewürgt hast. Und Jamaica tat genau das. Er hatte eine Minute lang die Augen zu und der Polizist sagte, würgst du sie immer noch? Und er meinte, ja. Und daraufhin hat der Anwalt das Ganze unterbrochen. Interessant ist das Ganze, weil es eben belegen soll, dass Jamaica nicht wirklich einen Blackout hatte, denn so das Argument hätte er sich nicht erinnern können, wie lange er Danielle gewürgt hatte. Er hat ja gesagt, er hat angefangen, sie in den Schwitzkasten zu nehmen und danach kann er sich an nichts mehr erinnern, bis sie auf dem Boden lag, tot. Und das ist seltsam, weil er kann sich genau daran erinnern, wie lange er sie gewürgt hat oder dass es mindestens eine Minute war. Ja, und das wird eben auch gerne von der Gegenseite angeführt dafür, dass Jamaica nicht die ganze Wahrheit erzählt hat. Als Motiv wird vom Staatsanwalt eben dieses vermeintliche Baby angeführt, das Jamaica wohl nicht wollte. Es hätte ihm die Zukunft verbaut, er hätte eventuell nicht zum Militär gehen können, er hätte nicht tun können, was er wollte, er hätte sich in Danielle binden müssen sein Leben lang, eben um dieses Baby zu versorgen, hätte er immer in Kontakt mit ihr stehen müssen. Das Tragische ist, es gab kein Baby. Danielle war tatsächlich nicht schwanger. Das heißt, selbst wenn das der Grund gewesen sein sollte, war es nicht wirklich ein Grund, denn es gab kein Kind. Mitte 2016 bekannte sich Jamaica Malloy dann schuldig, Mord zweiten Grades begangen zu haben, und er bekam dafür 25 bis 31 Jahre im Gefängnis. Dominic Locke sollte zunächst auch des Mordes zweiten Grades angeklagt werden. Das Ganze wurde dann aber gemildert zu Beihilfe zum Mord und er bekam 6 bis 8 Jahre im Gefängnis. Ja, das ist die Geschichte von Danielle Locklear, ein sehr tragischer Fall. Ich finde es besonders immer sehr traurig, sich die Interviews mit den Verwandten anzugucken, denn dort sieht man wirklich, was das für ein unglaubliches Loch in die Familie reißt. Das ist einfach eine Lücke in ihrem Leben, die sie niemals schließen können. Und das ist an sich schon Grund genug, über solche Fälle zu sprechen, wie ich finde. Ja, was sagt ihr zum Urteil? Findet ihr, Jamaica Malloy hat eigentlich Mord ersten Grades begangen? Seid ihr da auf der Seite von Danielles Familie und sagt, das war ein Vorsatz, allein das, was er mit seinem Handy gemacht hat und dass sie dort zum Bach gefahren sind? Oder sagt ihr, nein, ich glaube ihm, dass das aus der Wut heraus passiert ist, dass das im Affekt war quasi und dass er dann einfach Panik bekommen hat und es ihm im Nachhinein tatsächlich leid tut? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ja, ich hoffe, das Video war für euch interessant. Wenn so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr diesen Kanal abonniert, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich hoffe, wir sehen uns alle beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao.